Also den Mario habe ich gefunden auf Facebook. Es gibt ja verschiedene Gruppen dort. Und da wurde ein Bild von ihm gepostet. Und da ich wusste, dass er in Syrien ist und ich dort helfen wollte, habe ich ihn angeschrieben. Mal schauen, was passiert. Mal schauen. Das Oberlandesgericht Düsseldorf verhandelt ab heute gegen eine 27-jährige Angeklagte. Die Bundesanwaltschaft legt der Angeklagten zur Last, sich im Zeitraum Februar 2014 bis Januar 2017 als Mitglied für die ausländische terroristische Vereinigung Islamischer Staat betätigt zu haben. Doppelt so alt wie ich, eigentlich eine ganz nette Frau, mit ihrem Kopf zu sehr in diesem wirklich Islam von ISIS, aber Kind im Kopf auch, unorganisiert, so wie viele Menschen da. Jeder von uns lebt in einer Umgebung von Ungläubigen. Die Christen sind Ungläubigen, die Juden sind Ungläubigen, die Atheisten sind Ungläubigen. Die sind Kuffar und sie sollen den Islam annehmen und wenn sie den Islam nicht annehmen, gehen sie für alle Ewigkeit in die Hölle. So, ich denke ja anders als wie andere. Ich habe ja vieles dann auch geplant gemacht und getan, wo ich mir gedacht habe, Leute, ihr könnt mir helfen, aber die sind mit deren Kopf dann ganz woanders, weil ich wollte ja wirklich rausgehen. Also um Yunus habe ich kennengelernt bei einer deutschen Schwester, bei einer Frau um Safia. Sie hatte ein Zuhause, ein großes Zuhause, das sie dann auch als Frauenhaus benutzt hat mit ihrem Mann. Und als um Yunus ihr Mann gestorben ist, Abu Dawud, ist sie dahin gekommen. Und als mein Mann dann im Gefängnis war, bin ich auch für ein paar Tage dahin und da haben wir uns kennengelernt. Also als ich die Flucht dann geplant hatte, wir haben ja zusammen in dem Frauenhaus gewohnt und es war ja sowieso klar, dass wir beide gehen wollten, weil man merkt das, weil wir haben dann auch, wir haben zusammen geschlafen und wir haben dann halt auch darüber geredet wegen Heimweh und dann das Leben hier und da, wieder das Luxus mit warmem Wasser den ganzen Tag und solche Sachen halt. Und dann habe ich ihr auch gesagt, dass sie wollte ja vorher schon rüber, aber meine Mama war ja im Gefängnis, das war, ich musste ja warten dann und sie ist dann rüber nach Syrien. Und als sie dann in Raqqa war und ich in Mosul und dann alles rauskam, dass mein Mann gestorben ist, dann habe ich sie kontaktiert, dass ich die Leute dann gefunden habe und das alles schon bezahlt wurde. Und in Raqqa haben wir uns dann getroffen. Ein Lasergerät ist etwas Kosmetisches, wo man sich die Haare mit entfernt. Und das war ihr dann so wichtig, dass sie dann doch nicht abhauen wollte. Das ist so groß wie eine kleine Handwaffe und ja, ihr glaube ich so wichtig, es kostet 800 Euro im Internet. Als wir dann abhauen wollten, als die Schmuggler dann kamen und uns abzuholen, hat sie dann bemerkt, dass sie das doch zu Hause liegen lassen hat und wollte dann alles hinschmeißen und dann doch da bleiben. Es geht um unser Leben, es sind zwei Kinder noch mit im Spiel, ich bitte dich für einen Laser. Ja. Wäre ich alleine gegangen, wäre es, glaube ich, viel einfacher und schneller gegangen, auch billiger, auch meine Nerven, das war, nee, ja, kindisch halt, ne. Wir mussten halt da mit einem Motorrad fahren und dann wollte sie den Mann nicht anfassen und dann wollte sie doch eine Zigarette rauchen und der Mann durfte das dann nicht sehen und dann wollte sie ihr Gesicht nicht öffnen, obwohl wir durften das dann nicht mehr. Ja, solche Sachen. Da, wo ich mir denke, es ist doch normal, wir gehen doch wieder zurück in unser Land, wir sind doch wieder frei, zieh dich komplett aus. Ja, für mich ist es anstrengend, weil es ja nicht meine Welt ist. Ne? Der allgemein, was heißt Islam? Es ist ja nicht Islam. Man kann jetzt nicht sagen, diese Theorie von ISIS ist Islam. Aber das, was bei denen in den Köpfen ist, für die ist es halt normal, dass ein Mann eine Frau nicht anfasst, dass man halt nichts Enges anhat und
sowas. Und bei ihr ist das immer noch im Kopf. Sie lebt ja danach. Als wir dann die ersten Checkpoints, also da, wo die die Ausweise kontrollieren auf den Straßen, da waren Tschetschenen. Und bei den Tschetschenen ist das ja wirklich so, dein Herz von so auf 180, wirklich, weil die sind extrem. Und wir haben ja unsere Sachen übereinander angezogen, weil wir durften ja nicht so viele Taschen mitnehmen. Und ich hatte auch Farbiges an, also mein farbiges Gewand. Und das ist eigentlich nur für die Muhajirin, für die Ausländer. Und die wissen das dann eigentlich auch. Aber die haben nichts gemerkt. Und als wir dann ganz raus aus dem Gebiet waren, habe ich es bereut. Im ersten Moment bereut, weil man weiß nicht, was danach kommt. Wir wurden danach auch angehalten, dann kam Jaish-e-Hur, die FSA, Freie Syrische Armee. Und dann denkt man sich, wäre ich doch bei ISIS geblieben, hätte ich dann, aber ja, das ist dann so ein Moment. Aber dann, als wir ganz raus waren, erleichtert.